Also das habe ich ja schon einmal gefilmt. Also das ist der Sportplatz. Also das ist der Weg D. Und wir gehen jetzt am Weg C weiter. Also dieser Weg dürfte dann der Weg C sein. Ich weiß nicht, geht da die ganze Runde, das habe ich jetzt keine Ahnung. Das ist der Weg D. Und das ist wie gesagt der Sportplatz, wo wir auch mit der Wandergruppe, also mit der Schwächeren eben gehen. Also die ganze Runde oder die halbe Runde, wie sie sich halt dann zeitmäßig eben ausgeht. So, und jetzt sind wir am gleichen Weg, wie wir auch mit der Wandergruppe gehen. Sind ein bisschen lästig. So, jetzt sind wir auf dem, wie gesagt, auf dem Weg, wo wir auch mit der Wandergruppe gehen, was ich hier schon erwähnt habe. Und hier ist dann der eine Waldweg, wo den, was ich damals schon gefilmt habe, der was dann durch den Wald geht, dann bis zur Straße und wo man dann über die Straße zum Reha-Zentrum geht. Also das ist ein wunderschöner Weg. Also das Video habe ich eh schon auf TikTok raufgespielt. So, das ist die Hausseite, wo mein Zimmer ist. Also, nur sieht man es von da nicht, was vom Baum bedeckt ist. Aber das ist die Seite, wo ich eben wohne. Ja, da sieht man jetzt das Zimmer. Das ist im sechsten Stock ganz rechts. Das ist mein Zimmer, wo ich wohne und die Aussicht ist wunderbar. Also ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dieses Zimmer einfach bekommen habe. Das ist ein Hintereingang für Menschen, die es nicht den ganzen Weg schaffen. Also ich habe jetzt keinen Kommentar drauf gegeben. Natürlich kann man den Weg auch von der anderen Seite gehen. Also man kann ihn in beiden Richtungen selbstverständlich gehen.
so da drinnen sind dann, glaube ich, Büros oder Schulungsräume. Also in irgendeinem Raum war ich da sogar mal drinnen. Und ich glaube, das war sogar dieser Raum hier, wo die Vorhänge offen sind. Also man sieht natürlich jetzt nichts, aber ich glaube, das ist der Raum, wo man damals oder wo wir immer eigentlich das Sauerstofftraining mit dem Gerät machen. Aber wie gesagt, das ist dunkel, darum sieht man das jetzt nicht so. So, hier ist auch die Feuerwehrzufahrt anscheinend. Also, weil da steht Halten und Parken verboten, Feuerwehrzufahrt. Das ist auch ein Eingang, wo man als Patient im reingehen kann. Wenn man vielleicht nur die halbe Steigung gehen möchte, da kann man dann über die Bettenstation, wie beim ersten Gang, dann zu den Zimmern gelangen. Ja, dann wird es ein bisschen mit der Luft schwerer, weil ich bin ohne die Steigungen doch nicht so gewohnt. Aber wie gesagt, ich trainiere auf jeden Fall weiter. Und ja, und ich habe auch vor, sobald ich in Wien bin, dann wieder mal auf den Himmelhof zu gehen. Das ist ein Berg im 13. Bezirk. Also das habe ich natürlich vor. Ich hoffe, dass ich es schaffe. So, da geht es dann runter zur Hauptstraße. Das sind Parkplätze für Mitarbeiter hier. Also das ist noch nicht ganz schön groß, wie man sieht. Das dürfte auch ein kleiner Parkplatz sein. Also das sind die Balkone, was ich, glaube ich, bei meinem ersten Ausflugsvideo erwähnt habe. Also die sehen einfach jetzt auf diese Seite hier, ne? Also die sehen den Parkplatz und eben den Wald hier. So, also das war der Wanderweg. Diesmal ist man, lass das Auto noch vorbei. Ja, das war der Wanderweg und also das ist dann ein bisschen ein größerer Wanderweg. Aha, das ist ein Auto da. Da ist auch noch ein Eingang, aber da kommt man natürlich nicht hinein. Ja, und jetzt sind wir dann wieder zurück bei der BFA und beim Eingang vom Reha-Zentrum. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch.